verdammt nochmal doch recht. Was ist denn die Alternative? Hier kommen die Migranten in eine Gesellschaft, die 2000 Jahre alt ist. Also zumindest einen wesentlichen Teil dieser 2000 Jahre hinter sich hat. Und wenn man die römische Entwicklung noch dazu setzt, ist noch älter. Sind ja auch heute noch, ob das jetzt Pegida ist oder Gott weiß was, wie schnell die Menschen in diesem Land, in ganz Deutschland, nach dem Staat rufen. Wie schnell sie nach dem Staat rufen und sagen, du musst das regeln. Obwohl sie irgendwo, wenn sie nachdenken, wissen, dass es gar nicht kann. Da? Und für Deutschland, es gibt ja eine ganze Menge, was Sie auch vorhin zum Beispiel schon erwähnt haben, gibt es Begrifflichkeiten, die Sie nicht übersetzen können. Und eine, der für die Mentalität und die Verhaltensweise der Deutschen besonders bedeutsame Begrifflichkeit ist Vaterstaat. Ich habe einen Beitrag mal geschrieben, ich weiß gar nicht, ob er veröffentlicht worden ist. Für mich mache das gerne so und setze mich hin. Der heißt die Neustrukturierung Europas. Und einer der entscheidenden Fehler, fragen Sie mal den Oettinger, was er davon hält, wenn Sie mit ihm reden. Einer der entscheidenden Fehler der europäischen Verfassung und überhaupt der europäischen Politik ist, das Prinzip der Subsidiarität nicht anzuwenden. In der Verfassung steht zwar an mehreren Stellen, das sei ein wichtiges Prinzip, aber kein Mensch kümmert sich drum. Subsidiaritätsprinzip heißt, dass die Gesellschaft von unten nach oben aufgebaut wird. Wir haben immer noch das 19. Jahrhundert in den Knochen, was sagt, es wird von oben nach unten aufgebaut. Und der Kaiser sagt, wie es aussehen muss. Das ist im 19. Jahrhundert nicht gelungen. Dann kam der Hitler, der hat es mit noch viel schrecklicherer Brutalität, selbst ohne die Judenvernichtung gesehen, die ja überhaupt grässlich war, schrecklich, hat es wiederum versucht mit Zentralismus. Und dann auf der Grundlage von Zentralismus dann versucht, den Napoleon nachzumachen. Das ist auch gescheitert, genau wie bei Napoleon. Europa ist ein Raum der Vielfalt. Und dieser Raum der Vielfalt liegt nicht nur in Liedern, die gesungen werden, sondern in den Lebensweisen. Die kleine Schweiz kriegt das hin. Aber nur deshalb, weil sie von außen durch lauter Gegner zusammengehalten wird. Sonst würde das auch nicht gehen.